Heute dachten wir uns, schminken wir beide die Routinen. Also ich schminke mich mit den Produkten ihrer Routine und sie schminkt sich mit den Produkten meiner Make-up-Routine. Das ist... Phyllis, kennt mich ja schon. Ja, für die, die sich noch nicht kennen. Ja. So, und ich würde sagen, also ich habe hier Phyllis Produkte. Zum Vergleich einmal. Also das ist meine Routine, die ich mich, also mit der ich mich schminken würde, wenn ich jetzt zur Schule gehen würde. Dann halt auch das einfach. Das ist meine Routine für den Tag. So, du, womit fange ich an? Also als erstes, hast du schon so Hautpflege drauf? Weil ich nehme keinen Primer, ich nehme nur Hautpflege. Also eigentlich nur Sonnenschutz, ja, und Sonnenschutz. Dann direkt ja. Foundation. Aber ist es noch gefeuchtet so? Hm. Ja, und bei dir mit dem hier? Ne? Ja, du fängst jetzt mit dem Serum an. Das packe ich tatsächlich, also ich habe ja meine Hautpflegeroutine, dann komme ich irgendwann ins Office und irgendwann am Tag drehe ich. Mhm. Und um diese Hautpflege aufzufrischen, sozusagen packe ich einfach das Serum on top mit der Creme dann. Okay. Du hast viel Drogerieprodukte. Das meiste, was du mir gegeben hast, alle gegangen. Und dann bin ich letztens mal zu DM gegangen, um mir halt so Neues zu kaufen. Ich habe mir die Foundation geholt, zwei Concealer, zwei Lipliner, hier die Mascara, Lipgloss, so Kleinigkeiten einfach. 70 Euro. Boah. Da hätte ich gleich hier zu Sephora oder so gehen können und mir gute Produkte, also richtig gute Produkte holen können. Na, also ja, das ich ist war noch geschockt, die ich war geschockt. Jugendliche Sprechfreiheit, wenn man nicht in der Öffentlichkeit steht, wo man für jedes Wort zerfickt wird. Mich hätte das jetzt schon. Ciao. Senden. Ich bewundere das. Ich hatte einen Moment von Freiheitsgefühl. Okay, also mache ich jetzt Foundation? Ja. Okay, das ist eine gute Foundation. Das ist meine Favorite aus der Drogerie. Ihr findet alle Produkte detailliert übrigens in der Infobox. Aber ich sehe, du hast eine ganz andere Farbe als ich, aber du bist ja auch dunkler als ich. Das ist aber Farbe 1. Kannst du das Produkt so rausnehmen? Also jetzt, also nicht nochmal mit dem Pinsel rein. Wenn du mehr brauchst, du brauchst nicht so viel übrigens. Nicht so viel? Ist das, ja. Reicht das? Ja, vielleicht noch ein Klecks. Oh Gott, jetzt hat sie alles. Das ist wiederum die völlig Lostheit der Jugend. Hey, aber was soll ich damit jetzt machen? Ja, das nimmt auch einen ausgesprochen schmalen kleinen Pinsel, um Foundation vollflächig aufzutragen. So mache ich das auch. Wenn ich mich zu Hause schminke, ich weiß, ich habe da so einen kleinen Concealer-Pinsel von MAC und dann kann ich halt das irgendwie besser auftragen. Ja, genau. Oh, die Foundation ist anders nice. Wenn du die Foundation aufgetragen hast, müsstest du dann mit der Contour weitermachen. Hattest du auch die Creme aufgetragen? Nee, ne? Ich, die hier? Ja. Deswegen, guck mal, die ist jetzt an manchen Stellen so, sitzt nicht so nice. Zu Hause würde ich jetzt alles abnehmen und nochmal neu. Ja, aber bei mir haben sich die Inhaltsstoffe auch gerade nicht gut vertragen. Aber es geht auch wirklich nicht bei allen. Bei mir ist es auch so, es kommt auch sogar auf den Sonnenschutz an, den ich da drunter trage. Es klappt mit diesem einen Sonnenschutz, den du mir gegeben hast, dieses Lollipop-Eis-Sunscreen. Damit klappt es perfekt. Ja, ich habe jetzt aber ein neues, das ist oil-free. Mhm. Und das verträgt sich mit meinen ganzen Produkten überhaupt nicht. Hast du es jetzt auch drauf? Ja. Mhm. Und jetzt noch on top das halt draufgepackt. Dann jetzt Contour. Ja, das mache ich auf meinem Handrücken. Dann nehme ich so, arbeite das hier aus. Ich habe auch so den. Ja, und dann blende ich das schon so aus sozusagen. So, was ist bei mir next? Dann kommt Concealer. Ich habe hier so zwei Töne, einen hellen und einen dunklen. Mit dem dunklen mache ich so meine Pickel weg. Und mit dem gehe ich auch hier unter die Augen, mache erstmal alles damit. Mhm. Und wenn das alles eingearbeitet ist, nehme ich nochmal den hellen und gehe damit an die Stellen, die ich so highlighten möchte. Okay, das sind die zwei Farben. Oh, der dunkle ist aber trotzdem noch voll hell. Hä? Das ist ja meine Concealer-Farbe. Nee, ich mag, also unter die Augen mag ich immer hell. Und der passt bei mir eigentlich perfekt auf die normale Haut. Also so hier den zum Beispiel würde ich jetzt damit abdecken. Aber ist doch viel zu hell. Weil nö, das passt perfekt bei mir. Das ist bei mir ja schon Highlight-Farbe. Das ist eigentlich schon viel zu hell. Nein, das ist abdecken, so. Highlight muss hell sein. Hier weiß, weil das ist zum Abdecken. Ich gehe mal mit dem Flow. Tommy, das sieht gut aus. Okay. Ja, ist einfach schön, wenn es unterm Auge so richtig hell ist. Aber bei mir ist es nicht mal so richtig, richtig hell. Aber das ist ja deine Foundation-Farbe. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja trotzdem eigentlich zu hell zum Korrigieren. Das müsste eine halbe Nuance dunkler sein. Und dann ein Highlight. Also das wäre meine Highlight-Farbe. Niemals. Also, das ist doch einfach die Highlight-Farbe. Aber vielleicht auch wegen dem Puder, was ich da nutze.
wird es dann eben oder so. Bei mir sieht es immer gut aus. Immer clean. Okay, I see. Dann die helle Farbe soll ich jetzt. Weil ich so habe gleich auch noch einen Pudertrick. Damit okay. Sieht es vielleicht ein bisschen aus. So? Ja, ich mache immer Trick beim Concealer. Also, ich nehme den, gehe einmal unters Auge. Hier im Innenwinkel ist es ja meistens richtig dunkel. Das möchte ich auf jeden Fall abgedeckt haben. Und damit die Nase snatched ist, gehe ich hier entlang. Damit diese Seite der Nase mit dem Unterauge verschmilzt und somit sieht sie kleiner aus. Das ist der beste Trick. Das machen wir auch mit dem Bacon dann. Und das verblendest du dann aber mit dem Schwamm? Mit dem Schwamm. Und ich versuche aber diese Linie beizubehalten. Das heißt, ich gehe nicht über die Nase oder... Gut. Darf nicht fehlen, die Jawline Control. Ja, ja, mach ich auch. Mach ich noch unter der Nase, unter der Lippe. Also ich finde deinen Concealer zu hell. Auch gerade mit so hellen Farben deckt man auch nicht ab. Also das Blaue deswegen hatte immer ich ja davor, durchscheinen. Deswegen hatte ich davor ja den. Und das habe ich ja raufgemacht. Verstehst du? Okay. It's very hard. Bist du durch? Mhm. Jetzt halt Nasenkontur ist kleiner. Ach so, ja. Ich schwöre, damit machst du Nasenkontur. Naja, ich gehe jetzt auch damit in ein Produkt, dann mache ich so unter meiner Nase und dann mache ich ganz leicht, was noch Rest drüber ist. So. Also ich mache nicht so Strich, runter. Okay. Kann ich ja auch machen für dich. Kannst auch machen. Willst du machen? Also ich mache dann so an den Flügeln. Und noch ein bisschen. So, und dann nur noch hier so. Verstehst du? Okay. Mach dich gefasst auf meine Nasenkontur. Okay. Du Scheiße. Kick, dreh richtig rein. Da, hier. Da würde es halt... wird dann nicht so scheinen. Halt. Naja, weil ich mit viel weniger Produkt arbeite. Ich mache nur noch so Schattierung, weißt du? Mhm. Exactly. Also kommt der helle Concealer noch wohin, außer unter dem Auge? Ja, ich mache immer noch dort und am Kinn ein bisschen. Okay. Und dann kann ich es mit dem Schwamm ausblenden? Ja. Nase? Nein. Also so? Ja. Halt diese Stellen. Hier, dort. Mhm. Dann Concealer. Da habe ich zwei Farben. Die dunkle machst du in deinen Inner Corner, um abzudecken. Vielleicht hier in deiner Tränenrinne. Da ist ja auch oft der Färbung. Mhm. Auch Pickelchen mit abdecken und den hell, also mach erstmal den dunklen. Aber bitte nicht mit den Applikator so, direkt in your face, thanks. Auch noch schön auf den süßen Boyfriend. Ja, mach immer auf deinen Handrücken. Besser. Das ist ein besseres Mal für uns beide. Ja, es harmoniert irgendwie nicht so, ne, mit dem, was du davor benutzt hast, vor der Foundation, das sieht man voll. Mhm. Hier, guck mal, da ist gar nichts. Ja, da hat es überhaupt nicht angenommen. Ja. Dann habe ich eigentlich immer zwei Puder. Das benutze ich eigentlich, das nehme ich immer mit für die Tasche zum Nachpudern. Aber eigentlich benutze ich ein ganz weißes Puder für alle Stellen, wo ich auch mit dem hellen Concealer hingegangen bin, um die zu setten und dann für den Rest von meinem Gesicht, also ich mache immer meine Base ist immer matt. Und da für den Rest vom Gesicht, wo jetzt nicht das weiße Puder ist, mache ich gleichzeitig so ein Puder mit Tönung halt. Hm. Mache ich halt drauf, weil dann hast du richtig schön diese. Also was machst du jetzt? Also ein kreideweißes Puder und ein beiges Puder. Jesus Christ. So, und dann, also jetzt habe ich ein ganz weißes Puder, nehme ich jetzt einen Blender, einen Pinsel. Ein Pinsel, aber so ein bisschen, bisschen festeren. Warte, ich suche dir einen. Ja, sowas. Autsch. Für die hellen Stellen, ja, weil ich möchte, dieses helle möchte ich richtig in diesen Concealer reinpressen. Und es bleibt dann auch so, es bleibt den ganzen Tag so. Also wenn ich diese Routine mache, ich schminke mich 6.30 Uhr für die Schule halt. Ich komme von der Schule nach Hause, das Make-up ist immer, also es hat sich nichts bewegt. Nix. Hm. Viel Puder und richtig... Also so, ja? Richtig drin, ja. So, das ja. Klopft auch nicht ab. Nö. Ja. Boah, der Concealer ist bei mir jetzt schon crusty as fuck. Ja, aber das liegt an dem, was du unter der Foundation hattest. Nein, bei mir Mann. Ist das... Nein. Ja, ich bin ja auch ein paar Tage älter. Das arbeite ich jetzt all, ja? Mhm. Also, du kannst... Du kannst manches auch liegen lassen, damit es einfach da so ein bisschen chillt in der Zeit, wo du das andere machst. So, ja. Hm?
Genau. Und auch an deinem Kinn und deiner Stirn. So, und jetzt den hellen Concealer. Wieder Handrücken. Ich mal dir mal vorher. So. Jetzt. Ja. Und dann mit einem Booty Blender durcharbeiten. So, was ist jetzt bei mir Next Step? Hättest du beige Puder schon genommen? Nee, ich habe jetzt nur das Weiße genommen. Ja, ein beiges Puder mit einem größeren Pinsel aber. Das, ja. Mit so einem großen... Nee. Ja. Translucent zum Beispiel. Ja. Das ist ja so ein bisschen halt beige. Alles, was nicht weiß ist. So. Ja, damit, genau, damit der Rest halt trotzdem Farbe hat und du nicht aussiehst wie eine Leiche. Und damit nur ans Auge? Mit dem Hellen? Was? Also das habe ich jetzt drauf. Ist das richtig? Ja, und damit einfach alles, wo du jetzt kein Weißpuder hast, richtig setten. Also mein Gesicht jetzt damit. Dein Gesicht? Okay. Hast du gerade was im Auge gefaselt? Ja, Mann. Ja, ich habe dich gefragt. Ich habe dich gefragt, soll der Concealer nur ans Auge? Bei mir jetzt. Ach so, ja. Ein bisschen an dein Kinn. Mhm. Also Kinn und? Nasenrücken, so ganz fein. Also, ich merke gerade, ihre Routine passt nicht so richtig zu meiner Haut. Also da sind so komische Stellen, die sich absetzen und meine passt nicht zu ihrer Haut. Sieht aus wie Krusty's Krabbenburger. Sieht aus wie ein Chicken Wing, Alter. Frisch paniert. So richtig, so ein KFC-Box, Alter. What's next bei mir? So, ich habe immer kein Konturpuder, mache ich aber nicht. Ich nehme aus ihrer Palette Nebula, weil es ist der beste Ton. Eigentlich sind Konturpuder, die sind dann immer so ein bisschen warm und rötlich und es sieht dann aus wie... Ich werde nicht sagen, als hätte ich mich in Kacken gewählt. Aber schon. Nein, auf jeden Fall nehme ich den, weil der ist perfekt, um Schatten zu setzen, weil der so ist kühl so. Ist. Also wenn man halt hell ist. Ja, genau. So, und was mache ich jetzt mit Nebula? Also konturiere erstmal deine dein Jawline, deine Wangenknochen und deine Stirn. So wie du normal machen würdest. Und Nasenkontur mache ich dir. Okay, und bei mir, was ist der nächste Step? Nimmst du dieses Puder, dann genau, kannst du da so rein. Nimmst dir Puder auf und dann arbeitest du es in deine Handfläche. Ich wäre damit straight reingegangen. Ja, I know. Guckst du, dass keine Crease mehr da ist sozusagen. Und dann settest du alle Concealer-Highlight-Stellen. Ja. Also dann kontrollierst du dein ganzes Gesicht mit diesem Lidschatten? Ja, ich nehme gar keinen Konturpuder. Das ist einfach das Beste, weil man sieht es nicht. Man denkt wirklich, also wenn man jetzt sonst nicht viel Make-up drauf hat und dann damit konturiert, man denkt, man hat keine Kontur drauf, aber trotzdem ist es schattiert. Einfach als hätte ich so krasse Wangenknochen, die ich eigentlich nicht habe. Dann Nasenkontur mache ich nämlich. Dann nehme ich so einen Pinsel, so dünn. Und dann komm mal. Auf jeden Fall erstmal das Puder dann wegnehmen. Weil sonst bleibt ja nichts von der Kontur übrig. Also ich fange an der Augenbraue an, ziehe runter bis zur Nase, also das, was du nicht machen wolltest, aber das ist wirklich der... Das ist Key. Ja. Ja, genau. Also einmal halt so in den Nasenrücken, aber auch wichtig, dieses in die Augenbraue ziehen. Und alles, was unter der Nase ist, also ich mache hier erstmal eine Linie, jetzt so ein bisschen. Mhm. Hier diese Nasenspitze verspitzen. Sowas halt. Jetzt wird's wild. Guck mich mal an. Jetzt wird alles anders. Bei Nasenkontur, wenn ich eine Sache machen müsste, wäre es diese. Einfach hier diesen, den Schatten weiter oben ansetzen, sodass die Nase einfach so... Okay. 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 What's next? Dann kannst du, dann bist du fertig mit Kontur. Dann kommt eigentlich immer Blush, aber ich habe auch keinen richtigen Blush. Also das ist irgendwie hier drin alles, was man braucht. Also ich nehme Smile, gehe halt mit einem Blushpinsel rein. Ich nehme es hier unters Auge und dann den Rest ziehe ich mir über die Nase. Ja, okay. Das heißt, es verbindet die Nase wieder mit dem Rest vom Gesicht und es macht die einfach, es macht die kleiner. Glaub mir, es ist heftig. Aber man braucht nicht viel, ne? Weil nee, es halt nicht viel, weil es Pigment ist wirklich pigmentiert. Ja. Und es wird später schön aussehen, weil, also das habe ich in noch einem Video irgendwann mal erwähnt, dass ich es mag, wenn sich diese Farben von der Schminke im Gesicht wiederholen. Das heißt, die Farbe von der Kontur ist überall die gleiche und dann aber auch am Auge zum Beispiel oder mein Blush, der findet sich am Auge wieder oder auf den Lippen. Deswegen nehme ich manchmal meinen Lippenstift, Lippen, Blush und Auge. Das ist und so deswegen, richtig? Ja, deswegen nehme ich den jetzt gleich auch als Lidschatten. Du
bist nicht mehr mit deinen Hand reingegangen, ne? Mit dem Powerpuff? Mm-mm. Ja, sieht man. Muss? Das ist zu wenig. Viel zu viel. Nee. Das ist crusty. Nein. Deswegen kommt ja nachher noch Setting Spray. Das nimmt diesen ganzen Crusty-Effekt weg. Aber Leute, es muss ja alles da bleiben, wo es ist. Ich mag es nicht. Also wenn ich dann so wenig Puder und dann aber glowy, kannst du knicken, das sieht dann kurz auf einem TikTok schön aus, aber nicht, wenn du dann von der Schule oder von der Arbeit kommst und ins Spiegel schaust. Es ging übrigens darum, dass du das so schminkst, wie Hatice das macht. Ja. Ja, jetzt nimmst du den großen Puderpinsel und settest mit dem losen Puder ganz alles wenig die restliche ganz Base. Ganz wenig. So, what's next? Ist das okay? Ja, das ist sehr schön. Was muss ich jetzt machen? Jetzt? Also dann komme ich zu den Augen direkt, gehe da in Nebula und Smile und das eher so außen vom Auge, um meinem Auge auch ein bisschen Farbe zu geben. Mhm. Mit einem Blenderpinsel? Ja, so grobflächig einfach, dass da Farbe ist. Das macht nur einen großen Unterschied. Mixen. Aber wirklich, dass da nur so wenig ist. Es soll kein krasser Lidschatten sein, sondern nur so, als wenn es dann natürlich wäre. Ja, so. Gehst du bis nach innen oder nur hier so? Kannst auch bis nach innen gehen, wird aber nicht so einen Unterschied machen, weil da kommt gleich noch die Farbe Day rauf. Guck, es ist so schön, finde ich, wenn sich Farben einfach im Gesicht so wiederholen. Es sieht so natürlich und einheitlich dann aus. Das ist echt ein guter Trick. Ich nehme auch manchmal die Farbe Smile, nachdem ich Lippen gemacht habe und jetzt gerade keinen Lipgloss drauf habe, gehe ich mit dem Finger da rein und mache mir auf die Lippen so innen drin. Das ist auch einfach schön. Und die sind gesettet, die Lippen. So matt. So? Ja, jetzt kannst du Bronzer auftragen und zwar so ein bisschen natürlich über die Kontur und auch überall, eigentlich da, wo du Kontur aufgetragen hast. Genau. Ich muss die Falten machen, weil du weißt ja, bei mir ist nach 10 Minuten da drin alles. Ja, aber ich glaube, weil du auch echt zu viel Produkt benutzt. Ich lache einfach viel. Ja, das ist ja auch schön, aber ich glaube, du benutzt auch echt zu viel Produkt. Und ich glaube, dein Ding ist, du benutzt auch zu matte Sachen, weil so ölig bist du im Gesicht gar nicht. Also für mich funktioniert es, außer halt, aber das ist ein persönliches Problem. Also wenn ich jetzt jemand wäre, wenn ich jetzt jemand wäre, der nicht hier so so Falten hat, dann hätte ich das. Lass mich doch, für mich funktioniert. Bronzer benutze ich zum Beispiel nicht, weil gerade jetzt im Winter finde ich, also im Sommer ja auf jeden Fall, aber jetzt im Winter finde ich so einfach nur diesen Blush schön, der dann rauskommt, ohne zusätzliche krasse Wärme im Gesicht. Aber dabei ist ja gerade jetzt, ich finde Bronzer ist so das Produkt all day, every day. Findest du? Ja, für mich gibt es keinen Look ohne Bronzer. Also. Ja, das macht einfach so einen Unterschied. Ja. Ja, vor allem die Leichtigkeit zum Beispiel in meinen Produkten, das ist einfach next level. Ja. Weil das nicht so dieses klassische Bronzer-Powder ist. Mhm. So Powder und Powder und Pigment und Pigment. Das ist ein ganz anderes Level. Ja. Dann nimmst du einen Highlighter und da mixe ich gerne zwei. Also es sind die Hatice Schmidt Labs. Und zwar fängst du erstmal mit Light an und dann gehe ich in das Produkt so rein und dann so großflächig. Okay. So. Ja. So als deine Base sozusagen. Was muss ich jetzt tun? Jetzt kommt auch Highlighter. Also hier, wie ich, unter die Augenbraue, bei der Nase nehme ich mir dann einen ganz kleinen Pinsel, also wirklich klein. Und so oben auf die Nasenspitze, so dahin, da und in die Innenwinkel vom Auge. Okay. Magst du viel oder wenig Highlight? Also so? Ja, das ist schön so. Mehr? Ja, kannst mehr machen. Highlighter gibt es nicht genug. Das ist mir jetzt nicht in 4 Jahren tragen. So? Ja. So. Okay. Kein Wunder, dass die Leute alle so schnell durch ihre Produkte sind und bei mir alles nie leer geht. Ich habe schon fast hit the pan. What? Das ist noch, das ist noch aus meinem Chargen-Testing gedönst. Fotoshooting-Muster. Meine Shooting-Muster sind das. Weil ich so fein arbeite eigentlich. Also wobei bei mir auch Leute, du benutzt aber viel zu viel. Also jeder arbeitet ja, wie man sehen kann, in seinem Ermessen. Aber bei mir halten Produkte halt wirklich Ewigkeiten. So, dann nimmst du den gleichen Pinsel, aber nimmst die Farbe Fair. Ja. Und dann nimmst du den Pinsel nur noch spitzig in das Produkt. Mhm. Und das machst du nur noch on top, auf die höchsten Stellen. Ja. Nicht mehr so großflächig wie Light. Genau. Und ich tupfe immer. Nur hier dann oder noch wo? Genau, dann nimmst du das hier, so die Spitze ein bisschen. Dann machst du hier oben ein kleines Strichlein. Ja, Vernährungsstörung. Was? Nur hier.
auf meinen Buckel, den ich schon habe, um den natürlich extra hervorzuholen. Deswegen mache ich da so Blush, um den zu... Ah, okay. Ja, gut. Wenn man etwas kaschieren will, sollte man natürlich kein Highlight drauf machen, weil Highlight bringt Aufmerksamkeit auf Licht. So, ja. Sag mal. Na, mach mal ruhig noch ein bisschen. Also das... Sorry, ja. Und auf der Nase, also so jetzt, guck mal. Ja, ja, so ist schön. Mhm. Und dann dort und hier? In die Innenwinkel, genau. Und unter die Augenbraue. Aber nur außen. Nur, also nur da. Und hier. Dort. Ah. Hier. Ja, und einen richtigen. Also setz da ruhig was drauf. So schön. Scheiße, ey. Wie gelandet, Alter. Und sonst noch wohin? Was hast du jetzt? Nase? Ja, da mache ich ein bisschen so Oberlippe hier, mhm. So das Herzchen. Aber nicht viel. Ja, stopp. Ich hätte jetzt noch. Und das okay. Ist schon so. Oh, Grenze. Okay, jetzt Blush. So, so ein Hot Pink zum Beispiel. Und dann coate ich das. Jugendliche kann man noch begeistern mit meiner Sprache. Ey, was ist denn das aber? Einkoten? Was ist das? Das ist so übel. Dann arbeite, also ich klopfe ab, arbeite das Restliche auf mein Handrücken ab und dann hier. So. Dann beginnt der Einkot-Prozess. Und ich lasse so fingerbreit in etwa Fläche frei hier. Nachdem ich mir zwei Lichterketten aufs Gesicht gesetzt habe. Also hier noch mehr, ja? Ja. Und in der Corner auch noch mehr natürlich. Ja, ja klar. Dann brechen wir. Also so. Genau, also. Der ist echt schön. Ja, der ist ein bisschen doll, finde ich. Ich finde, es könnte für meinen Geschmack ein bisschen weniger Pigment sein. Und hier so. Aber nur mit dem Rest. Also ich will, dass man nicht... Man könnte erahnen, dass man mit dem Blush drauf gemacht hat. Ja. Aber eigentlich weiß man es nicht. Boah, Alter, das dauert mir zu lange, wenn ich mit dem Pinsel hier da. Bei den Dimensionen kannst du auch mit dem Finger raufballern, siehst du? Boah, das ist echt viel. Vor allem bei dieser krassen Farbe ist das gerade. Mhm. So, und dann nehme ich ein Highlighting Powder, was nicht ganz weiß ist. Das ist halt so ein leichten Lavendelton. Dann nehme ich wieder mein Powder Puff. Nehme Produkt auf, so Handrücken und dann packe ich mir das wirklich nur hier als kleines Highlight-Pünktchen hin. Nur noch so. So, jetzt kannst du deine Augenbrauen machen. Ganz, ganz gruselig. Ja. Leider hätte das tatsächlich vor mal sein müssen, aber ich habe es jetzt auch. Verplant. Aber dann machst du halt einfach, wie es geht, weißt du? Okay, aber ich muss jetzt nicht die laminieren. Nee. Nee. Aber was muss ich machen? Jetzt hier. Und das war's mit den Augen? Also ich habe jetzt diese zwei Farben genommen, also Smile. Ach so, ach nein. Day mit dem Finger. Mit dem Finger. Und Inner Corner Highlighter verblenden mit der Farbe, die man hier außen gemacht hat. Auf das ganze Lid? Nein. Hier? Ja. Also ich hätte, muss ich sagen, ehrlich gesagt nicht gedacht, dass so unterschiedlich ist. Also wie es auch auf der Haut sitzt, verstehst so, du? Ich dachte, safe sind andere Produkte so. Aber ich schwör's dir, hättest du diese Sunscreen, den ich benutze, vor der Foundation auch genutzt, dann wäre das voll schön. Aber jetzt geht's mittlerweile mit dem Puder und alles. Interessant, eigentlich auch schöne Eye-Kombi. Sag mal, super schön. So ganz natürlich, als hätte man nichts, aber da ist doch trotzdem Leben. Ja. Beautiful. Jetzt Augenbrauen. Ah, okay. Ich mag es nicht viel an meinen Augenbrauen zu haben. Also ich mache weder diesen Bushy. Ich finde, wenn man hier dieses Brow Wax macht und dann geht man raus und ich sehe andere Leute mit diesem Brow Wax und bei dir ist schön, aber bei, keine Ahnung, dann sieht das immer irgendwie krustig aus, weil es verkrustet mit der Foundation und es sieht aus, als hätte man gemacht. Also hier. Man muss auch sagen, Produkt ist super wichtig. A, welches Produkt benutzt du? Und ich glaube mir, alles was Brow ist, interessiert mich extrem. Ich kaufe sehr viel, ich teste sehr viel. Ja. Wie du deine Augenbrauen machst, ich finde, das ist ein totaler Zeitkiller. Das ist nichts, was schnell geht, weil du musst genau darauf achten, dass diese Klümpchen nicht entstehen. Und du musst es eigentlich vor der Foundation machen, meiner Meinung nach. Ja, okay, das reicht aber auch schon.
Okay. Und wenn du das hast, dann nehme ich gerne diese Farbe, dieses Browding. Dann gebe ich dir so einen Tropfen auf deinen Handrücken. Das wird jetzt so schwarz sein für mich. Also du nimmst jetzt sowieso nur ganz wenig, ne? Okay. Also so. Und dann musst du es richtig ausstreichen. Und dann machst du mit der leichtesten Hand so kleine Strokes, als würdest du deine Spitzen erweitern. Also jetzt nicht so auffüllen, ne? So wenn du denkst, okay, ich bräuchte hier noch einen Mini-Strich, das musst du mit der kleinsten Hand machen. So was mache ich. Okay, und du? Jetzt auch Augenbrauen. Das wird jetzt aber auch sehr hell für dich sein. Ja. Nur ich nehme so eine helle Farbe, weil damit kann ich alles auffüllen, aber es sieht nicht, es macht die Augenbrauen nicht dunkler. Okay, naja, du bist ja aber auch... Ja, jetzt mit den Haaren. So. Aber damit fülle ich einfach auf, mach ein bisschen Form und das war's dann auch. Okay. Ja, perfekt. Mehr mache ich auch nicht. Und dann mache ich Lidschatten Primer. Okay. Aber so soft, ne? Du jetzt nicht so richtig Instagram crazy Make-up, sondern so ein bisschen auf den Fingern verteilen und dann nehme ich manchmal einen Schwamm, um das so auszublenden. Und das, ja, das ist schon viel zu viel. Ja? Ja, der ist so ergiebig. Oh, der ist echt toll. Der war ja auch in deinen Jahresfavoriten. Ja, aber schon, ich glaube, jetzt ist das dritte Jahr in Folge oder so. Der ist echt toll. Okay, und? So? Ja, perfekt. Und dann nimmst du, kannst du jetzt den nehmen und dann gehst du in die Farbe Nebula. Mhm. Also so auf dein ganzes Lid und dann blendest du es so weg raus. Ja. Also, dass du noch einen Hauch, das ist aber so Cat-Eye, so. Ja, so oder mehr? Ja, noch ein bisschen, dass man die Farbe Nebula schon so ein bisschen sehen kann. Mhm. So Classic wahrscheinlich einfach, ne? Das ist sogar viel mehr, als ich nehme. Ich mache eigentlich so pro Augenbraue 3-4 Strokes. Und dann? Settest du das? Gilt du das? Mit den Augenbrauen, das ist das Einzige, was ich mache. Okay. Dann, nächster Step, Lippen. Ey, Leute, diese Lippenkombine. Und zwar Dior Lip Tattoo, Trended Up Lip Liner und Essence Lip Gloss. Hm. Und zwar, okay, damit... Also machst du erstmal dein Lippenherz. Ich übermal manchmal ein bisschen, aber wenn, nur beim Lippenherz. Und dann normal der natürlichen Linie der Lippen nach unten folgen, aber hier an den Seiten nichts machen. Dann ziehst du dir einen richtig Cat-eigen Lidstrich mit der Farbe Earth, also einfach mit so einem dunkelbraun. Okay. So richtig, also nicht von vorne, sondern eher so dieses Fox-Eye-mäßige, ne? Ja, und dann verblenden. Oder musst du mich beeilen, weil der trocknet so fest, ne? So? Ja, perfekt. Das ist voll schön. Ja, das ist mein Alltags-Glam, aber auch für Jobs, wenn ich so egal was habe. Das geht halt schnell. Wenn ich keine Zeit für Experimente habe, ist das mein schnell Go-To-Look. Eine Seite muss hier reinkacken. Ist immer so. Muss. Geht nicht anders. Und blendest du den aus oder bleibt der bleibt sharp. Okay, was muss ich machen? Jetzt. Also ich finde, der lässt sich nicht schön auftragen, der Lip Liner. Ja. Ich mache immer noch Schichten rauf. Und sehr dann patchy. Aber ich liebe den, weil der bleibt. Dann Wimpernzange. Mhm. Wobei, du brauchst sie eigentlich nicht. Ich mache es ja nur, weil ich brauche. Ah ja, dann. Und halt Mascara. Mhm. Oh, die ist gut, die ist gut. Und was muss ich jetzt machen? Jetzt hast du schön ausgeblendet. Ist gut? Oder mehr? Ja, ist okay. Dann kannst du den gleichen Pinsel nehmen und gehst da so ein bisschen ans Produkt. Mhm. Das hier? Ja, so ein bisschen. Ist es schon ein bisschen viel? Also so? Ja. Und dann nur in die Mitte von der Lippe. Hier. Ganz, ganz die Mitte, ja. Und das so ganz natürlich ausblenden. Ganz nett. Aber in die Lippe rein? Nein. Auch? Nur hier? Nur da. Oben kannst du noch ein bisschen sichtbarer machen. Mhm. Ach, das ist einfach das Beste im ganzen Make-up, dieser Step. Auch wenn ich so einen Tag ungeschminkt rausgehen möchte, ich mache das trotzdem. Und wie findest du? Aber ist ja noch nicht fertig. Ja, so dieses Korean. Ja. Hatte ich auch schon mal gezeigt. Und dann diesen Lipgloss. On top. Ja. Überall. Ja. Und jetzt kannst du noch ein bisschen, ja damit, genau, machst du ja schon deine Lip Liner verblenden. Mascara normal, ja? Ja, genau. So richtig schön. Das meiste aus deinen Lashes holen mit der Mascara. Ich finde die Farbe nicht sehr komplementär. Sag mal. Ich liebe es. Also Lip Liner Farbe kann man ja immer switchen. Lach nicht. Voll schön. Also ich finde das ja auch nicht schlecht. Ich finde jeder so einfach mal einen Moment der Happy, das weiß ich mal. Boah, du hast so krasse Wimpern. Gönnt euch. Tschüss. Tschüss. Und ich möchte mir jetzt ein Wimpernserum holen, damit sie noch krasser sind. Mach das nicht. Warum? Mm-mm. Kein Serum. Jetzt kommt Setting Spray. Aber ich habe noch keine Mascara und so drauf übrigens, ne? Ja, deswegen kommt ja jetzt auch Setting Spray. Dann Setting Spray. Und jetzt all. Ja. Gib ihm.
Boah, ich hasse das in Catrice Face Sprays. Ja, es gab, es war das einzige Setting Spray, was es gab bei DM. Das einzige. Der Feuerlöscher. Alter. Und dann nehme ich, ich nehme keinen normalen Eyeliner. Ich habe von Catrice eigentlich so einen Augenbrauenstift, was so Pinselhärchen hat. Und jetzt halt den, weil ich habe meinen bei. Aber damit Lidstrich ziehen, aber wirklich keinen krassen. So auf dem Auge nichts, sondern nur hinten ziehe ich so eine ganz dünne Linie. Mal so? Ja, genau, so perfekt. Also ein Mini-Flick. Und dann Wimperntusche und Mascara. So, wenn du dann durch bist, dann nehme ich nochmal loses Puder, nochmal Powder Puff und cutte einmal hier. Jedes Mal habe ich Angst, ich habe mal ein Video gesehen, die hat Mascara gemacht, dann Wimperzange, nimmt die Wimperzange weg, alle Wimpern waren an der Wimperzange. Ja, aber vorsichtig sein, vor allem beim Lösen. So, und jetzt cutte mal hier so. Das ist echt schön. Was? Alles, gefällt mir richtig gut. Hätte ich es noch geschminkt, dann wäre es richtig gut geworden. Und unterm Auge auch? Nee. Nee. Nur das, auch nicht viel. Dann blende ich das weg und gehe aber auch so ein bisschen über Blush und Highlight, um das nochmal auszusoften. Weil gerade bei so Base-Produkten mag ich, wenn die Übergänge sehr soft und sehr weiß sind und man nicht sieht. Genau, kannst ja so einmal. Ja, wenn man das halt nicht mehr so krass sieht, dass alles so ineinander geht. So, und dann Mascara, sagst du. Mhm. Ich nehme jetzt dein Bürstchen. Ja. Ist okay. Ich hab damit gar nichts. Machst du das von oben? Ich mach's von oben und dann von unten. Ja, krass. Drückt es nicht voll die Wimpern runter? Na, eigentlich tuscht man Wimpern tatsächlich so. Ja? Ja, du tuschst eigentlich so die Wimpern. Von oben? Ja, hat mir ein Wimpernhersteller, Mascara-Hersteller mal erklärt. Krass, muss ich mal ausprobieren. Dass eigentlich Mascara-Auftrag so geschieht und gar nicht so. Weil er meinte, durch die Mechanik würde das so nach oben gehen. Funktioniert bei mir halt überhaupt nicht, weil meine Wimpern sind halt, ja, whatever. Deswegen mache ich immer trotzdem von oben, also von oben und dann von unten. Und wenn du das hast, dann nimmst du diesen Kajal und das machst du auf deine obere Wasserlinie. Also du verdeckst sozusagen diese Haut darunter. Machst du auch unten Wimpern? Oder nein, nur nie. Oben? Unten Wimpern mache ich nie. Ich finde, das sieht immer, ich fühle mich dann so gothic. Gothic. Das ist dann so viel Spaß auf einmal. Dann nehme ich einen braunen Kajal, roten Kajal, eigentlich egal, aber es sollte sich so ein bisschen in dieser braunen Welt bewegen. Und das mache ich in mein Inner Corner, so wie ein Cat Eye. Also wirklich wie so Fox Eye mäßig. Also nur ein Hauch, weil das dann gleich verblenden mit so einem richtig kleinen, harten Pinsel. Wenn du das hast, dann nimmst du nochmal Earth und settest das sozusagen. Du kannst jetzt, also was ich manchmal mache, ist nochmal Highlighter. Nochmal Highlighter. Ja, und jetzt unten Mascara. Kriegst du es hin? Ja. Achso, aber mach dir nochmal Nebula hin, so richtig schön saftig hier. Ja, ja, gib ihm, verstehe, ruf doch. So unters Auge Produkt, also so alles außer Concealer und Puder. What? It's the best. Ich schwöre, ich liebe das. Ich mag es da so clean, weißt du, so ganz weiß und nix ist da. So, ja, reicht. Ja, genau so. Perfekt. Jetzt andere Seite. Und dann nochmal unten tuschen. Dann kommen ja noch die Lippen. Da freue ich mich drauf. Ja, und jetzt nochmal unten Mascara. Dolle oder machst du ein bisschen? Ach, so ein Hauch. So? Ja, perfekt. Jetzt Lippen. Du nimmst jetzt damit. Und ich setze den Liner nicht direkt drauf, sondern so ganz leicht über der Kontur. So? Genau. Und das überall aber. Auf der ganzen Lippe? Komplett. Einmal rum. Und der Lip Liner ist echt geil. Ja, ist er auch. Was ist denn das? Make-up Forever. Kannst du für Eyes und Lips nehmen. Die sind so gut. Aber bleibt der auch? Nicht jetzt so wie deine. Aber ich habe ja auch nicht so einen Stress mit, das auch nachzuziehen, weißt du? Weil wenn ich auf Events gehe, ich mache ja auch Gloss drauf und Gloss zerbricht ja auch eigentlich die Formulierung so ein bisschen. Ne? Und dann gehe ich halt, ne, wenn ich so esse, trinke, wenn es mal weg ist, dann gehe ich halt ins Bad oder ich mache es am Handy vor allen Leuten. Mich stört das zero. Ich habe da gar keine Scheu. Ich hole mein Handy raus und dann mit der Kamera ziehe ich alles nach, blend aus, im Auto, unterwegs, am Esstisch,
egal wo, wenn ich das Bedürfnis habe, es nachzumachen, mache ich es. Ich habe auch immer alles dabei. Ich habe hier so eine kleine Tüte, da ist dann mein Set mit in der Tasche. That's a lot. Bro, mein Stift ist auf die Hälfte geschrumpft, Digga, was ist passiert? Du sagst, du hast Angst, weil das Gothic ist und sie so holt erstmal 90s Gothic aus dem Zauberkästchen. Na, aber da kommt ja jetzt noch was raus. Ja, das verblendest du jetzt erstmal. Ja, dann ist eigentlich nicht mehr schlimm. Das ist richtig Jugendlich-Logik. So, nee, also Mascara ist mir zu Gothic, aber das Gothic, ist dann was. Gothic, das ist dann Eau de Naturelle oder was? Wie Gott dich schuf, wa? So, das blendest du jetzt richtig schön auch in die Mitte, aber versuch so dein Lippeninneres freizulassen. Ja. Darf die Ghost-Leute aber auch nicht schäden. Nee, ich finde das ja geil. Ja. Das, komm mal bitte her. Ich raste gleich komplett aus. Und bei den Lippen hole ich die Außenwinkel in die Mitte rein. Also schon eine ausgesoftetere Variante. Soll ich, willst du? Kannst auch machen. Dann nehme ich so einen peach-rosafarbenen Lipstick und das gebe ich dann über hier hin und verblende das so ein bisschen auch mit der Kontur, die wir aufgetragen haben. Oh, ist das schön. Das ist genau wie von Kim Kardashian. Ja? Ja. Das sieht alles so toll aus. Auch die unteren Wimpern, das finde ich gerade gar nicht schlimm. Hm. Überhaupt nicht. So, dann nehme ich so einen leicht rosanen, also das ist eine Lippenkombi, die trage ich schon seit fast 2 Jahren durch, länger sogar. Und das ist eine Kombi, die wir, wenn ich die trage, und die trage ich sehr, sehr oft, dann werde ich sehr oft auch danach gefragt und das ist eigentlich immer das. So, und dann Gloss on top. Und dann mein Face Spray. Das ist ja eine ganz andere Welt als da Feuerlöscher. Das mache ich dann gerne nochmal so. Und alles, was dann so on top ist, blende ich dann nochmal über alles drüber, aber ich bewege den Schwamm nur ganz leicht. Also wenn du Lust hast, ob ich Bock habe oder nicht, und zwar so hellen Kajal auf die untere Wasserlinie. Hm, okay. Also wenn du Bock hast, mach, wenn nicht, dann mach nicht. Aber auch schön, auf jeden Fall. Ja, ne? Das ist so dieser, also das ist nicht der Look, den ich jetzt im Sommer schminken würde, sondern das ist wirklich mein Winter. Alltagslook. Oh, das sieht so gut aus. Aber es sieht gut aus, steht mir. Steht dir richtig fett nice. Sieht aus wie ein Babe. Ja. Auch die Lippen, gönnt euch die Lippen. Gönnt euch die Lippen, Leute. Oh, dieser Look, der sieht gerade so heftig geil aus. Der macht dich gerade 5 Jahre jünger. Interessante Technik auf jeden Fall, interessante Produkte. Ich würde für mich definitiv weniger Puder benutzen, weil so wie ich meine Technik habe, so wie ich meine Produkte habe, halten die bei mir auch den ganzen Tag. Oh. Aber ja, wenn das für dich funktioniert, auf jeden Fall richtig gut. Für mich, ne, die Haut ein paar Tage älter, ist viel Puder unter dem Auge. Ich merke halt, dass die Fältchen, die ich habe, dadurch noch krasser rauskommen, als sie sind, wenn ich es mit meiner derart, wie ich es mache, sozusagen. Aber ansonsten finde ich es super fresh. Kann man auf jeden Fall machen. Ich finde es krass. Der Look sieht an dir besser aus als an mir. Glaube ich nicht. Sieht so schön aus. Du solltest das wirklich öfter tragen mit diesem Blush hier und dieses rosa, diese rosanen Lippen mehr anstatt die braunen Lippen. Die machen immer jünger und frischer das ganze Gesicht. Mm. 100%. Ich mag so. Ja? Ja. Ich mag am Ende immer das, was mir auch Spaß macht. Das ist dann gar nicht so, okay, was macht mich noch jünger? Was macht mich so? Wisst ihr, das ist dann immer so, boah, womit fühle ich mich geil? Womit fühle ich mich sexy so? Ja, so. Ja. Ich nehme mich gar nicht. Ich nehme mich gar nicht so, sondern eher so. Also hier auch zum Beispiel das mit der unteren Auge. Was macht das eher so, so glatt und so frisch und jung und sowas? Ja. So, ich kann es nicht beschreiben, aber so halt, ne? I got you. Die Person, die sowieso noch jung ist, will noch jünger sein. Ja. Nein, aber nicht älter aussehen. Also meistens macht Make-up ja noch älter, aber ich möchte mich aber trotzdem schminken. Aber nur, wenn du falsch schminkst. Das ist ein Irrglaube. Nee, generell viel Make-up. Also so. Ja, wenn du falsch schminkst, also so auch zu viel, die falschen Produkte, dann siehst du halt auch älter aus. Make-up ist ja eigentlich dafür da, das, was du hast, so ein bisschen zu perfektionieren. Aber wenn du es falsch anwendest, zum Beispiel wenn du zu trockene Haut hast oder reife Haut und du machst Baking, dann wundern sich Leute, boah, es sieht voll crusty aus. Of course. Auch zu viel Produkt und so. Zu Recht. Habe ich recht. Wie dem auch sei. Wie dem auch sei. Ja, gefällt mir auch.
Digga, man muss euch die Scheißworte aus der Nase ziehen. Ja, also... Sonst ist euer Mund immer so Schlag, 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 Alter. Aber also, der Look gefällt mir. Es ist auf jeden Fall das, was ich sonst an dir sehe. Aber es ist jetzt, ich finde, im Vergleich zu dem, was ich sonst trage, ist es aussagekräftiger. Wisst ihr, was ich meine? Es hat mehr Effekt und mehr so... Es ist irgendwie dunkler als das, was ich sonst machen würde. Also mein Make-up-Look sieht jünger aus und dein sieht mehr mature und fresh. Ja, also, ja, das ist reifer. Ja, reifer, aber auch so auch sehr aussagekräftig, war gut. Ja. Ja, ich würde gerne von euch wissen, wie fandet ihr das? Also so allgemein, wie findet ihr das Endergebnis? Stimmt ihr unseren Aussagen zu? Auf jeden Fall findet ihr hier zwei weitere Videos. Hier könnt ihr mich super gerne abonnieren und supporten. Vielen Dank dafür. Wir bedanken uns bei euch wie immer fürs Reinschalten, sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.